Willkommen zurück bei Miitopia. Ja, wir haben gerade noch einen Brief vom Bürgermeister bekommen. Das habe ich jetzt aber mal kurz übersprungen, weil ich dachte, wir gehen einfach gleich hier in das Gaming rein. Und ich kann euch leider nichts kaufen, weil es zu teuer ist. Und gut. Wie findest du denn das auch nur okay? Und unsere kleine Eier, ja? Okay, die finden es alle nur in Ordnung. Die Schoki heben wir mal auf. Und wie sieht es denn in der Spielhalle aus? Ah, nee, nicht gut. Okay, gut, dann legen wir gleich mal los, würde ich sagen. Gut, ich bin mal gespannt. Ja, stimmt, wir haben in der letzten Folge ein Gesicht gerettet. Dann gehen wir da doch gleich mal hin und gucken nach. Huch, was war das denn für ein Lag? So. Hallöchen. Ich habe dein Gesicht gefunden. Aber er hat doch seine Nase noch. Nur die Outline war nicht da. War das alles? Jawohl. Viel Spaß mit deinem Gesicht. Es ist ja wieder mein Gesicht. Es hätte auch ins Ne. Es hätte auch ins Auge gehen können. Es hätte auch ins Nichts gehen können. Gar nicht so übel, wie du das hingebogen hast. Eine Kleinigkeit hast du dir wohl verdient. Dankeschön. Boah, 10 sogar. Ja. Dann gehen wir gleich mal weiter. Kleine Eier freut sich nämlich schon. Gut, wir gehen in den Wald. Wald, Wald, Wald. Wunderwald. Schön. Auf geht's. Ja, guck, was wir hier Schönes finden. Was ist das hier? Alles was im hohen Gras. Was mag das sein? Wir gucken mal nach. Hat sich doch gleich ein Affe im Gebüsch versteckt. Der Affe ließ eine halb aufgefutterte HP-Banane fallen und rannte davon. Dann ist das jetzt wohl meine. Lecker. Eine angegessene Banane von einem Affen. Ich habe ein Loch im Schuh. Wir gehen nach oben lang. Vielleicht finden wir ja wieder eine Kiste. Wir spulen mal wieder schön vor. Das war ja ein weirdes Gesicht. Sah ein bisschen creepy aus. Ein Level für Eier und für Heels. Cool. Und 20 Gold. Nochmal Gegner, okay. Grinsepilze. Au. Aktion anfeuern. Süß. Aber haben die so weirde Gesichter? Hilfe. Bratpilze. Ich mag keine Pilze. Mögt ihr Pilze? Ich finde Pilze eklig. Oh, nochmal in verschiedenen. Da gehen wir nach oben auch. Nee, hier bleibst du hier. Da ist eine Kiste. Ein MP-Bonbon. Ich bin am Verhungern. Und ich erst. Yum, yum.
Ist es etwas zu essen, Switchy? Hast du auch was für uns? Was? Oh nein, ich tue nur so, als würde ich essen. Hä? Wenn ich lange genug so tue, denkt mein Magen bestimmt, er wäre voll. Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe, Sweetie. Hoffentlich schafft mir das noch bis zum nächsten Restaurant. Oh, Ayano. Ein Gasthaus, yay. So. Du möchtest einen neuen Stab und du eine neue Pfanne. Aber wir geben erstmal Switchy einen neuen Stab. Weil Switchy ist schon ein bisschen länger hier. Oh. Oh, Switchy. Oh. Das finde ich aber nicht okay. So. Probier mal. Ja, verstehe ich. Okay. Gut, geben wir hier erstmal die Schoki. Okay. Lumpa hat jetzt nichts bekommen. Die Arme. So, wir brechen gleich mal weiter auf. Und gehen jetzt den unteren Weg entlang. Ich kipp gleich um. Ach Quatsch. So. Den unteren Weg bitte. Noch eine Kiste. 120 Geld, Gold. Geh, keine Ahnung. Das fandest du nicht so lecker, Ayano. Du hast doch Bär gesagt. Ja, ich werde auch nicht so begeistert. Ich kann auch nicht singen. Yay. Gehen nach unten. Und dann macht mal. Die Macht des Horst. Ruhezone aktiviert. Ein spezieller Ort, an dem sich ein Charakter von Statusveränderung erholen kann. Oho, fällt sich ein Charakter sonderbar? Es kann eine Weile dauern, bis er wieder ganz der Alte wird. Nutze die Ruhezone, um diesen Vorgang zu beschleunigen. Als Bonus erhältst du sogar einen kleinen HP und einen P-Schub. Doch eine Sache solltest du dabei nicht vergessen. Wer sich in der Ruhezone aufhält, kann leider nicht mitkämpfen. Passe deine Strategie also entsprechend an. Hohoho, okay. Nee, nicht Ayano. Hier ist da hinten sitzen einfach nur lacht. So. Hat sich ja schnell wieder erholt. Yay. Sind wir schon wieder im Gasthaus. Oh, Switchy unterhält sich mit Ayaya. Lass uns Regeln für das Zimmer festlegen. Oh ja, ich bin dabei. Wir sollten das Zimmer immer sauber halten. Absolut. Auch das Gasthaus sollten wir immer sauber halten. Auf jeden Fall. Und den Planeten sollten wir auch sauber halten. Nur wir beide? Es wird ein bisschen schwierig, nur zu zweit. Das kennen wir ja auch schon. Ja, Essen haben wir so gut wie nichts, deswegen skippen wir das jetzt mal.
So. Switchy, dir vertraue ich nicht. Deswegen bekommst du jetzt nichts. Oh, was ist denn mit euch heute los? Ah. Oh. Nee, das finde ich nicht nett. Was würde es denn theoretisch geben? Eine Anti-Haftpfanne. Ja gut, aber das Feld ist mir zu klein. Ja, dann gehen wir einfach mal nach links weiter. Tiefer in den Wald rein. Aus wie ein Eierno-Gesicht. Eierno-Augen. Oh, die Maus. Sally Maus. Dann los. Das arme Ding. Oh, Eierno. Oh gut, es ist abgehauen. Gut. Ist die Banane, die du gekauft hast. Gut, ich wollte noch mal gucken. Ich gebe den beiden mal ein bisschen was. Morgen sicher wehtun. Ah, ich habe auch extrem Muskelkater vom Sport. Blitz gelernt. Triff einen Gegner mit Blitzen. Wirkt auch auf seine Nachbarn. Ja, das ist doof. Oder wirkt das auf die Nachbarn vom Gegner? Ich dachte auf uns. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Heiße Haue gelernt. Tipp einen Gegner mit glühend heißer Bratpfanne saures. Lesen ist schwer. So. Warum ist Switchy weiter hinten als Blumen, obwohl Switchy schon länger im Team ist? Mäusesnack. Ein Gasthaus. Es ging ja schnell. Nein, das machen wir jetzt noch weiter. 13 Minuten, das ist doch nichts. Oh, ich habe falsch gedrückt. Ich dachte, unten steht nein. Wischi wasch hier alles sauber. Naja, macht sauber. Es ist echt tolle Arbeit. Ja, auf dem Boden schrubben. So. Hier ist enttäuscht mich nicht. Gehabt. Ah, wir nehmen nur die Werte, weil ich finde das nicht so hübsch. Sorry. So. Jetzt können wir jedem was zu essen geben. Ja, okay. Keine Sorge, Eier, du kriegst keine Pilze. Okay, hier ist, schmecken Pilze. Und wie ist es mit dir, Blumen? Oh, okay. Blumen liebt wohl Pilze. Gut, dann wissen wir Bescheid. Auf geht's! Gut, diese ganzen kleinen Fähnchen hier. Na dann. Gehen wir mal zurück und das Gesicht abgeben, sozusagen.
Oh, ist das hell hier. Hurra, ich habe es wieder. Diese Abenteuerin hat das möglich gemacht. Vielen Dank. Ui, 3 Spielgutscheine. Toll siehst du aus. Noch besser als vorher. Keine Sorge, Eier nur. Keine Eier, finde das unangenehm. Okay. Bevor wir zum Schloss gehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal hier in die Höhle rein. Let's go. Schlossgrundhöhle. Auf geht's. Und direkt Gegner. Genshis. Blitz. Ah, okay, gut. Banshees sind fast eine Phobie, lieben mich, ja. Ich bin immer das Opfer von den Banshees. Yay! Level 4. Das kann man ja auch schon spielen. Süß. Wie Switchy da abbands, das sieht da so cute aus. Lecker, lecker. Ah, viel Damage, die Banshees. Macht schon ein bisschen Aua. Banshee-Tränen. Lecker. Bestimmt schön salzig. So, wir gehen natürlich nach oben zur Kiste. Oh. Nehmen wir einen Schluck auf. Und wir erschrecken sie. Eieiei, was hast du getan? Wie läuft sie denn? Wie läuft sie denn? Ah, ich liebe es. Du schaffst das, Switchy. Switchy ist wieder am Spielen. So. Bisschen hier mal teilen. Oh, Essen für Heels. Sehr schön. Switch wieder am Spielen. Man kennt's. Das ist so süß. Juhu. So, los. Auf zur Kiste. Oh. Nee, ein Gasthaus, keine Kiste. Okay. Was ist dein Brief erhalten? Liebe Eier, ich bin es, der Bürgermeister. Mir zittern noch immer die Hände vor Angst. Echt schwer, so Briefe zu schreiben. Dein Doofus. Das ist genau der gleiche Brief, den ich vorhin auch schon bekommen habe. 4 Ausflugtickets. Gut, vorhin haben wir 3 Spieltickets bekommen. Du hast hier verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Yay. Du hast jetzt 50 Leute gerettet. Die Macht des Horns. Hab
HP-Streuer vergrößert. Yay. Kannst du statt 20 satte 25 HP verstreuen. Boah. Oh. Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Mitopia. Und nun widme dich wieder dem Besiegen schrecklicher Monster. Den nächsten Bonus erhältst du, wenn du 100 Leute gerettet hast. Also, hau rein! Hohoho! So. Ich vertraue dir jetzt mal, Switch. Wehe, du enttäuscht mich wieder. Glück gehabt. Mach mir das so. Ist süß. So. Spielhalle? Nee, okay. Dann geht's weiter. Wir wollen doch schließlich die große Kiste haben. Let's go. Eine kleine Kiste mit 280 Gold, okay. Krass, krass. Die Kiste von Switch ist echt toll. Ja. Okay, was ist in der großen Kiste drin? Eine Clownsrobe. Hätte ich das der Switchy gar nicht kaufen müssen jetzt. Ich finde, das sieht schön aus. Das ist eine coole Kombo. Sieht fancy aus. Ein Gasthaus. Yay. Okay. Dann bekommst du jetzt deine neue Bratpfanne. Gut. Nein, sieht schon cooler aus. Oh, und dafür habe ich leider kein Geld mehr hier. Das tut mir sehr leid. Wir probieren es mal. Vielleicht kriegen wir ja Gold, dann können wir es hier kaufen. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. Oha. Ja. Ich werde wahrscheinlich verlieren. Okay. Du hast gewonnen. Erster Preis, 500 Gold, wie versprochen. Yay. Nee, machen wir mal nicht. Nee. Nee, lassen wir mal. Kein Problem. Greif dir deine Krone und mach dich aus dem Staub. Jawohl, mach ich. Tschüss. Also kommt, hier ist nämlich auch ihre neue Rüstung. So, enttäusch mich nicht, hier ist. Bitte keine Banane. Auch kein Mo. Werde ich dir nicht verzeihen, hier ist. Schäm dich. Ihr habt es heute irgendwie alle mit euren Bananen, hm? Ich mir vor, ihr gebt eurem Kind Geld, weil es sich was kaufen möchte und dann kauft es eine Banane. So fühle ich mich gerade. Oh, diese Augen! Oh, wie tief! Ah, ja, ja. So, Switch wieder am Spielen. Oh. Keine Eier, ja, weint. Ah, er hat aufgehört zu weinen.
Perfekt. Das war's wohl. Yes. Nochmal ein paar Banshee-Tränen. Ich würde auch gerne mein Kätzchen knuddeln. Aber ich habe mein Kätzchen leider nicht hier. Zackis, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Aber hallo. Oh, lass ihn hören. Gib den Schlachtruf. Okay, was wollen wir Schlachtruf als Schlachtruf geben? Ich weiß was. Ich weiß nicht. Das ist gut. Das ist ein toller Schlachtruf. Nur die OGs wissen Bescheid. Oh, ein paar kleine Slimes. Okay. Das muss so satisfying sein, wenn Aya nur mit ihrem Mikro da durchschlägt. Oder wenn Blitz benutzt. Ja. Oh, okay, das hat leider nicht alle getroffen. Schade. Mensch, Aya, ja. Oh. Level 6, genau, 5. Loben. Überschütte einen Freund mit Komplimenten. Das tut so gut. Oh. Oh, das war schon satisfying irgendwie. Erster Beistand loben. Spitzenleistung, Aya. Wow. Oh, Aya hat heute wieder so viele süße Gesichter gemacht, ne? Da weiß ich überhaupt nicht, was ich als Thumbnail nehmen soll. Level auf für Aya. Krächzen wir lernen. Verletzte Gegner durch schlechten Gesang. Freude leider auch jetzt sowas. So, hier ist dann auch Level Up. Schützender Schild gelernt. Konzentrierte Verteidigung schützt dein Team vor Schaden durch Angriff. Level Up für Switchy. Und für Blue. Ruby. Und dann macht mal, Mädels. Alles in Ordnung? Sehr gut, ja. Keiner war begeistert. Schützender Schild. Gegen mich kommst du nicht an. Oh, ich würde aber mal hier. Neue Technik, krächzen. Oh nein, Aya. Ah. Keine Aya. Ganz toll, kämpft. Ja, sehe ich auch so. Und ganz viel Neues zu essen. Ein Blick, da liegt irgendwas. Oh nein, ich kann keine Bananen mehr sehen. Geht mir weg mit diesen Bananen. Das 10 unterschiedliche Art von Monstern in Mythopia besiegt. Yay! Das Level 5 mit der Klasse Krieger erreicht. Yay! Und Level 5 mit Magier. Yay! Level 5 mit Popstar. Let's go. Rechzen. La la la. Und Level 5 Koch. Super. Gut. Dann. Ja, ich habe hier drauf gedrückt. Verdammt, ich bin doof gewesen vorhin. Dann beenden wir jetzt hier den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Mythopia wieder.
Und ich freue mich. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch. Auf Wiedersehen!